Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Das ist die Alexandra und ich bin der Lars. Wir sitzen heute mal wieder vor meinem Computer und haben bei vitamindservice.de/RKI-Kinder eine ganz tolle Grafik gefunden. Darüber wollen wir jetzt gleich mal reden. Und zwar, ich kann es dir ein bisschen erklären, im Jahr 2008 hat das Robert-Koch-Institut, das beste Institut in Deutschland, was ja zum Glück nicht gerade unter der Kritik steht, einen Studienauftrag geben, was ja schon mal gut ist, wenn ein Institut einen Studienauftrag gegeben hat. Und was haben die denn da gemacht? Weißt du das schon? Du hast es mir schon kurz erklärt. Ja, sie haben eine Studie über Vitamin D bei Kindern in Auftrag gegeben. Genau, sie haben bei Kindern zwischen quasi 1 und 17 Jahren oder 0 und 17 Jahren die Vitamin D-Spiegel getestet. Ja, 2008 war das. Und haben auch da Migranten und Nicht-Migranten mit eingezogen, um so einen gewissen Schnitt zu haben. In dem Artikel von Vitamin D-Service steht sowas drin, so 25% der Kinder sind Migrantenkinder sozusagen, also die waren es damals. Damals, ja. Ist wahrscheinlich noch deutlich mehr. Ja, weiß man nicht genau. Also steht auch in dem Artikel, lest es einfach nochmal nach, ja. Und es ist so in Deutschland, das wusste ich auch nicht so genau. Wir hatten das ja auch, als wir haben ja 3 Kinder und da wurde auch immer gesagt, ja, hier nimmt doch Vitamin D, damals irgendwie mit Fluor, ja. Vitamin D und Fluor. Genau. Da gab es noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte das nicht. Dann konnte man auch Vegan-Toiletten ohne Fluor bekommen, aber die waren dann teilweise komisch auch zu lutschen und so für die Kinder. Die haben auch komisch geschmeckt. War auch mit Milchzucker, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben dann immer einen Tropfen gegeben, ja. Tropfen sind unten auch verlinkt, 1000 internationale Einheiten pro Tropfen. So. Und hier sieht man es ganz, ganz deutlich. Bei einem Jahr hören die Kinderärzte auf und sagen, nö, es gibt kein Vitamin-D-Probleme mehr. Interessiert uns nicht. Nee. Am ersten Jahr, wirklich, die sind uns wie der Teufel hinter der armen Seele waren, die hier, haben Sie noch Vitamin-D-Tabletten? Haben Sie noch Vitamin-D-Tabletten? Und wir so, ja, und so. Wirklich mit dem ersten Geburtstag hat mich kein Mensch mehr je nach den Vitamin-D-Tabletten gefragt. Genau, und man sieht sogar, dass hier die Kinder tatsächlich gut versorgt sind, also fast gut, ne? Um die 30 Nanogramm, das hier sind die Migrantenjungen und die helleren Jungen und dann hier die dunkleren Mädchen und die helleren Mädchen sozusagen. Warum sage ich das jetzt dunkel und hell? Weil es halt so ist, wenn Leute eine dunklere Haut haben, ist es schwieriger, Vitamin D zu bilden. Jemand, der eine ganz schwarze Haut hat, jemand, der vielleicht aus Namibia kommt oder so, der hat wirklich in Deutschland total die Probleme, Vitamin D zu bilden. Und jemand, der Sommersprossen hat und hat rote Haare und kommt irgendwie, also richtige rote Haare, nicht gefärbt. Der kommt aus Irland oder sonst woher. Die haben natürlich, der hat das viel leichteres Spiel, weil das dann besser über die Haut aufgenommen wird, weil nicht so viele Pigmente drin sind. Genau, also die Pigmente sind so wie so eine Sonnenschutz. Genau. Ja. So, und jetzt sieht man das ganz klar, dass das hier dann ab einem Jahr geht's runter und teilweise gerade die Migrantenjungen und auch die Migrantenmädchen fallen sogar unter 10 Nanogramm pro Milliliter. Das ist ein absolut mega krasser Mangel. Und in diesem Schaubild hier steht auch drin, wie kriege ich das wieder zu, hier, dass in dem Artikel steht drin, dass solche Symptome wie, hier steht es, Wachstumsschmerzen können damit einhergehen, Infektanfälligkeit, Depression, Aggression, Autoaggression, das Ritzen in die Haut, kenne ich auch viele Jugendliche, die das mit 16, 17 gemacht haben, ne? Konzentrationsstörung, Internetabhängigkeit und einbrechende schulische Leistungen. Internetabhängigkeit kann ich sagen, das geht auch mit Vitamin D. Ja, damit unsere Kinder so ein bisschen auch zu kämpfen. Ne? Ich meine, höchstgradig süchtig machen, gerade so YouTube-Shorts und TikTok und so, ist halt, macht halt dopaminabhängig. Wenn es halt alle machen, ne, dann muss man irgendwie dazugehören. Es ist schwierig. Ja. Genau, aber es ist halt so, und jetzt kommt der Skandal im Endeffekt. In diesem Artikel wurde geschrieben, also in diesem Bericht für die RKI wurde eine Sache dann geschrieben, ja. Hier genau, aus dem Originaltext. Die Supplementation von Vitamin D über das Säuglingsalter hinaus, insbesondere in Hochrisikogruppen oder die Anreicherung von Lebensmitteln sollte in Betracht gezogen werden. Also es wurde dem RKI damals empfohlen, mal die quasi Grenzwerte anzupassen, die Paper anzupassen, für die Ärzte zu sagen, hey, jeder soll eigentlich Vitamin D kriegen können, auch von der Krankenkasse. Das kostet doch alles nicht viel Geld, ja. Aber es ist ihnen egal. Es ist ihnen egal, als würden sie es absichtlich
zurückhalten, damit die Leute irgendwie ja nicht gesund werden. Also auf so eine Idee müsste man erstmal kommen. Ja, und das schon bei den Kleinen dann eben, ne? Vor allem ist es so, so paradox, dann wirklich einem dann so hinterher zu rennen und einen zu terrorisieren. Und ab dem ersten Geburtstag ist es völlig uninteressant dann. Warum? Das frage ich mich halt tatsächlich, ja. Das ist einfach, ja, also nicht nur egal, sondern wirklich ja schon jetzt fällt mir das Wort nicht. Bösartig. Bösartig. Ja, also man hat. Es ist wirklich, es fällt einem nichts mehr ein. Die letzten Jahre haben wir so viel erlebt, ne? Und wir hatten ja alle schon so Verdachtsmomente, ne? Und es ist einfach ein Unding, ja? Also die wollen nicht, dass wir gesund sind. Nein. Also, und die Gesundheitsminister hat auch nichts mit der Gesundheit zu tun. Nein. Man könnte ihn Pharmaminister nennen. Ja. Ich glaube immer, die haben immer den Titel von dem, wo sie am wenigsten Ahnung von haben. Ja, das ist 1984, das Buch von George Orwell, das Wahrheitsministerium zensiert, ja. Was gab's noch? Ich habe es leider nie wirklich gelesen. Aber es war genau das Gegenteil. Also das Zensurministerium ist das Wahrheitsministerium. Ja, ja. Und das Gesundheitsministerium ist das Krankheitsministerium. Ja, wahrscheinlich. Kriegen genau. Die Leute krank. Ja, na gut. Also ich habe euch das hier mal unten verlinkt. Das hatten wir gerade bei Vitamin D Service gefunden. Die beste Seite, um sich zu informieren. Da findet ihr auch alle Informationen, die ihr braucht zum Thema Vitamin D. Lädt gerade ein bisschen langsam. Wahrscheinlich gerade viele Leute drauf unterwegs. Aber ihr habt ja alle Fragen zum Vitamin D beantwortet. Der Dr. von Helden und sein Team, die machen eine super Arbeit. Und ihr findet auch die Berater hier drüber. Schaut euch das mal an. Wenn ihr euch mal PDFs mit Fallbeispielen runterladen wollt von uns, guckt mal unter diesem Video. Da könnt ihr ein paar Inspirationen holen. Und am Ende von dem Video gibt es noch ein paar andere Videos zum Thema Vitamin D. Und ja, bildet euch eure eigene Meinung und nehmt alle Vitamin D. Ne? Bis bald. Ja, tschüss.